Ja, ich mache jetzt gleich einen Test, wo ich 100 Kilometer DC nachlade. Ich muss aber den Wagen, der Wagen hat jetzt aber noch 138 Kilometer auf der Uhr. Dann geht das Laden etwas langsam, weil ich habe ein etwas älteres Fahrzeug. Und ich fahre jetzt das Fahrzeug auf 100 Kilometer runter. Und dann gehe ich laden. Und hier sieht man auf dem Display, die Batterie wird jetzt vorkonditioniert. Wir haben es heute recht kalt. 300 Metern links abbiegen auf UA23. Wir haben es jetzt halt recht kalt im Moment und deswegen wird die Batterie vorkonditioniert, damit die eine maximale Ladeleistung hat beim Aufladen. Das ist so gang und gäbe, wenn du einen Supercharger angewählt hast, aber jetzt wir fahren links dann nicht auf UA23. Nein. Und wir fahren jetzt nicht zu einem Supercharger, sondern wir fahren in die Richtung, dann konditioniert er mir die Batterie vor und dann fahre ich zu einem normalen HPC-Lader von MBW. Nach rechts auf die Auffahrt A7 in Richtung Ulm fahren. Und wir fahren dann halt zu einer normalen Ladesäule, eine HPC-Ladesäule von MBW in Kempten selber, mittendrin steht eine. Jetzt nach rechts auf die Auffahrt A7 fahren. Moment, ich warte jetzt noch ein bisschen. Jetzt fahren wir ungefähr 20 Kilometer oder 50 Kilometer hin, 50 Kilometer zurück. Und dann müsste ich bei ungefähr 100 Kilometer Restreichweite gelandet sein. Ich will nachher nur 100 Kilometer nachladen, um zu sehen, wie viele Ladeverluste wir haben. Jetzt fahre ich zurück nach Kempten und dann sollte die Batterie schon so langsam warm sein. Er konditioniert noch vor, das dauert noch eine Weile. Ich war eben noch ein bisschen zügig unterwegs mit 180, 200, um die Batterie gut zu wärmen. Wenn ich jetzt in Kempten ankommen sollte, es eigentlich reichen. Die Batterien werden eigentlich relativ schnell warm. So, jetzt sind wir an dem HPC-Lader angekommen. Ich habe eine Restreichweite von 86 Kilometer. Und jetzt laden wir bis auf 186 Kilometer auf. Oder mit 20 Kilowatt. So, hier haben wir das Ding. Ladeanschluss öffnen. Und dann geht's. So, jetzt sind wir am Laden. Wir haben jetzt eine Ladeleistung von knapp 70 Kilowatt. Das ist ganz gut für das Fahrzeug. Das ist echt nicht schlecht. Und dann sehen wir hier geladene Kilowattstunden. Im Moment erst 0,4. Bis 20 laden wir, bis 20 Kilowattstunden. Und dann schauen wir, was im Auto angekommen ist. Das sehen wir dann. So, kleiner Zwischenstand. Jetzt sieht man, ich habe jetzt hier 11 Kilowattstunden geladen. Jetzt gehe ich mal in eine Ladesäule und gucke, wie viel reingegangen ist. Bis 20 mache ich. Augenblick. Schauen wir mal nach. So, Ladevorgänge aktiv. 11,77, 11,8 Kilowattstunden. Ich habe also dort auch einen Verlust, wie man sieht. Gucken wir mal. 11,8 und 12. Na, nicht ganz. Ja, warten wir mal ab. Also 12 Kilowatt sind in der Uhr, also im Auto angekommen. Und 12,2 sind geladen. Ja, meiner zeigt die Kommazahl hinten nicht an. Das scheint also fast 0% zu sein an Ladeverlust.
Ja, laden wir jetzt mal weiter bis 20 Kilowatt und dann schauen wir. So, wie ihr jetzt seht, habe ich 20 Kilowatt geladen. Das sind ungefähr 100 Kilometer. Das springt jetzt gleich um. 100 Kilometer habe ich geladen und 20 Kilowatt. Das entspricht genau das, was das Auto so im Schnitt aufs ganze Jahr verbraucht. Jetzt gucken wir mal, was hier rausgegangen ist. Aktiv. Und es sind genau 20,8 Kilowattstunden reingegangen. Der Ladeverlust ist fast null, weil er zeigt jetzt hier etwas mehr an wie drüben, weil ich die Zeit brauchte, nach hier zu kommen. Ja, das ist schon nicht schlecht. Das ist ganz cool. Also du hast bei DC-Laden fast gar keinen Verlust. Wir sind jetzt bei 21 geladenen Kilowattstunden. Und hier steht dann, weil das geht so schnell mit dem Laden, da kannst du gar nicht gucken, Prozent. Also 0 eigentlich, so gut wie 0. Das ist cool bei DC-Laden. Also bei DC-Laden hast du keinen Verlust. Man kann sagen, du hast fast gar keinen Verlust, bis auf die paar hier und da 100 Watt wegen die Kabel und Stecker. Das war es aber auch.